Im Zeichen der Corona-Pandemie gibt es für die Eltern der Kindergartenkinder eine kleine Erleichterung bezüglich der Kita-Gebühren. Gestern Abend kam dann auch der insgesamte Beschluss vom Gemeindevorstand. Wir haben die Kita-Gebühren für den Monat April erlassen. Das ist der aktuellen Situation geschuldet. Wir haben das Ganze in einem Umlaufbeschluss befasst. Umlaufbeschluss, vielleicht nochmal ganz kurz, ist ein Beschluss fassen per E-Mail. Das ist ja aufgrund der aktuellen Situation nicht anders möglich, um den Abstand zu wahren. Je nachdem, wie sich es weiterentwickelt, müssen wir dann gegebenenfalls auch nochmal den Mai überdenken, aber vorerst der April. Weiterhin haben wir auch bereits letzte Woche eine Rubrik auf der Homepage bei uns installiert, die nicht nur Neues zum Thema Coronavirus anbietet, sondern auch eine Hilfeseite für alle, die Hilfe benötigen, aber auch alle, die Hilfe anbieten. Die können sich hier registrieren. Hier geht es um das Organisieren von Einkäufen, von Botengängen, von Gassigehen und so weiter. Also viele Möglichkeiten gibt es hier, um seine Hilfe anzubieten, aber auch um Hilfe zu suchen. Das wurde bisher auch ganz gut angenommen, aber nur von der Seite, die Hilfe anbieten möchte. Hier haben sich mittlerweile 13 Personen registriert und alle, die noch Hilfe benötigen, sind gerne willkommen, sich hier auch zu melden. Wir organisieren das ganz gerne als Verwaltung. Das ist auch unsere Aufgabe, unseren Bürgern hier weiterzuhelfen und ist natürlich auf der einen Seite ein gutes Zeichen, dass sich noch keiner gemeldet hat, der Hilfe benötigt. Das heißt, es kommen alle noch wunderbar zurecht. Aber wie gesagt, es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich hier zu melden, wenn Hilfe benötigt wird. Die Hilfe in Vilma, die ist sehr unterschiedlich, von privaten Helfern über unsere Unternehmen, die hier wirklich sehr kreativ sind. Die Metzgerei Weimar, also der Christopher Lösch, der bietet ab morgen einen Lieferservice zum Beispiel an. Hier kann man dann vorbestellen und das, was man bestellt hat, sich dann auch liefern lassen. Aber auch unsere Haus- und Hof-Getränkelieferanten wie die Firma Raab bietet auch einen Lieferservice an. Auch unsere heimischen Gaststätten, die sind ebenfalls kreativ. So bietet zum Beispiel der Harry, also der Nassauer Hofen-Filmer, einen Drive-In für seine weltberühmten Hähnchen an. Hier kann man die dann am Wochenende unter Vorbestellung bis Donnerstag dann abholen in den Abendstunden. Ja, wie man sieht, man versucht sich zu helfen und das funktioniert auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel mit der Gaststätte zum Rathauseck die Tage gesprochen. Hier ist man auch sehr überrascht über die positive Resonanz, wie das Ganze angenommen wird, das Angebot. Also hier das Essen abzuholen einfach nur, weil es ja nicht anders geht. Ich bin positiv überrascht von dem, wie wir uns hier verhalten und uns gegenseitig helfen. Und ich denke, das hilft uns wirklich allen weiter durch diese schwere Zeit. Vielen Dank nochmals dafür. Leider ist der Corona-Krise auch eine Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen in der Weihernstraße geschuldet. Ja, wie einige schon mitbekommen haben, die Baustelle in der Weihernstraße, die ist aktuell im Ruhezustand. Die Firma Feikert hat sich dazu entschlossen, diese Baustelle im Moment nicht weiterzuführen. Das ist auch zum Schutz der eigenen Leute gedacht. Das ist erstmal auf unbestimmte Zeit, solange wie halt eben diese Krise auch andauert. Hier müssen wir dann zusehen, dass wir dann auch schnellstmöglich wieder heranschreiten an die Tat. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die Anwohner, die Unannehmlichkeiten und die Verzögerungen in dieser Baustelle zu entschuldigen. Aber ich denke, aufgrund der aktuellen Situation ist das wahrscheinlich die beste Lösung für uns alle und hoffe, dass das auch schnell wieder vorbeigeht. Ja, wir haben noch eine weitere Baustelle, das ist die Elkehäuser Straße. Hier wird, soweit ich richtig informiert bin, morgen dann die Teerdecke gefahren. Das heißt, diese Baustelle ist sogar ein paar Tage früher fertig als geplant. Und dann haben wir hier schon mal eine Baustelle weniger mit etwas Glück. Aber die nächsten Folgen dann, hier müssen wir abwarten, ob das dann im Mai stattfinden kann mit der Brücke, die geplant ist in Aumnau. Aber ich gehe Stand jetzt davon aus, dass dies wie gewohnt und wie geplant stattfinden wird, dass dann ab Mai die Brücke gesperrt ist, damit diese saniert werden kann. Die Verwaltung und auch der Bauhof laufen nach wie vor in gewohnter Manier, mehr oder weniger. Wir haben hier auch nur noch eine Besetzung mit halber Kraft. Heißt, der Bauhof arbeitet Schichtdienst, aber auch die Verwaltung ist nur noch mit dem Halbpersonal vor Ort. Einfach um auch, so gut es geht, Abstand zu halten, aber auch sollte der Fall auftreten, dass wir hier eine positiv getestete Person haben, dass wir auch weiterhin dann mit der anderen Hälfte des Personals einsatzfähig sind. Ja, also wenn Sie die Hilfe von unserer Verwaltung benötigen, Sie können uns jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichen.
Persönlich können Sie uns auch erreichen, aber nur in dringenden Fällen. Wenn Sie wirklich ein Dokument brauchen, können Sie gerne vorbeikommen, allerdings nur nach vorheriger telefonischer Absprache. Wir versuchen, so gut es geht, per E-Mail oder per Telefon erstmal weiterzuhelfen. Auch noch ein wichtiges Thema ist natürlich unsere Feuerwehr. Die Einsatzfähigkeit, die ist nach wie vor gegeben. Hier gibt es keine Ausfälle zu verzeichnen. Viele Feuerwehrleute hatten, das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil von der Corona-Krise, sind tagsüber jetzt verfügbar, da sie im Homeoffice arbeiten. Das hat sich dann wiederum ein bisschen gebessert, aber vielleicht auch zu einem sehr hohen Preis. Fakt ist aber dennoch, die Einsatzfähigkeit ist gegeben. Der einzige Unterschied bei der Feuerwehr ist jetzt, dass die Übungsbetriebe derzeit nicht laufen, einfach um hier ja, möglichst auch den sozialen Kontakt herunterzuschrauben, um auch die Risiken einer Ansteckung zu minimieren. Ein Risiko setzen sich die Feuerwehrleute immer aus, egal ob es jetzt Coronavirus ist oder generell die Situation, in der sie sich begeben. In der jetzigen besonderen Situation ist es so, wir haben auch eine Schutzausrüstung für unsere Feuerwehrleute. Nicht flächendeckend für alle, aber für die, die dann jetzt in den Einsatz gehen, dann vor Ort sind, die werden dann entsprechend auch ausgerüstet. Wir versuchen es hier so gut es geht, alle zu schützen, aber letzten Endes können wir es dann doch nicht zu 100% ausschließen. Aber wir tun, was wir können in dem Fall. Wie es der Zufall manchmal so will, wurde die Freiwillige Feuerwehr gleich am Abend dieser Aufzeichnung zu einem Großeinsatz an der König-Konrad-Halle in Villmar gerufen und konnte seine Einsatzfähigkeit und seine Einsatzbereitschaft eindrucksvoll unter Beweis stellen.